Und wir haben 19 Uhr und ich begrüße euch bei meinem neuesten Let's Play. Und zwar bei einem Spiel, das sehr wenige Leute kennen. Ich habe das Spiel damals gespielt, als ich noch einen Amiga hatte. Und ich habe es wirklich geliebt. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und es ist ehrlich gesagt eines dieser Spiele, das mich in die klassische Musik gebracht hat. Und der Chat hat sich jetzt auch schon langsam ein bisschen gefühlt. Wir haben jetzt doch ein, zwei Leute, die zuschauen. Und ich habe noch niemandem gesagt, was wir spielen werden. Und hier unten wird mir zwar angezeigt, dass das Spiel Detroit heißt, aber was wir jetzt spielen werden, ist nicht das Spiel Detroit, weil wir spielen die deutsche Version des Spiels. Und ich starte es jetzt einfach und mal gucken, ob jemand dieses Spiel kennt. La 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 la. Jawohl. Und das wär's, das Spiel. Rüsselsheim. Könnt ihr mir gerade sagen, von Anfang an, ist es zu laut, ist es zu leise? Könnt ihr mich gut neben der Musik hören oder muss ich da ein bisschen runter? Das Spiel selber kann lauter werden. Okay. Gut, dann gehe ich noch ein bisschen hochdrehen. So. Gut, ich habe jetzt nochmal 5 Dezibel hochgedreht. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser. Okay, sehr gut. Dankeschön. Also, ich begrüße euch jetzt bei Rüssel. Das hat niemand gehört. Also, ich begrüße euch zum alten Amiga-Klassiker Rüsselsheim. Rüsselsheim ist eine dieser Spielerart, die ich als Kind immer schon geliebt habe und eigentlich auch heute noch liebe. Und zwar ist es ein Wirtschaftssimulator. Und in meinen Augen einen der komplexesten Wirtschaftssimulatoren, die ich je gesehen habe, vor allem auf dem Amiga damals. Und wir gehen direkt rein. Der Name Rüsselsheim sagt euch vermutlich etwas, zumindest denen, die in Deutschland wohnen.
Rüsselsheim ist der Ort, an dem die erste, ich muss mich, ich hoffe, ihr mich nicht, aber an dem die erste Opel-Fabrik gebaut wurde. Also quasi die ersten Autos in Deutschland wurden meines Wissens in Rüsselsheim gebaut. Respektive Rüsselsheim war damals, zumindest am Anfang, der größte Herstellungsort von Autos in Deutschland. Gleichbedeutend mit Detroit damals in den USA, deswegen heißt dieses Spiel im Englischen auch Detroit. Und wir springen direkt ins Spiel rein. Und ich habe es endlich geschafft, das Spiel auf Deutsch irgendwo zu finden. Es ist sogenannte Abandonware, das heißt, das Spiel wird nicht mehr hergestellt, wird nicht mehr betrieben seit Jahren und ich konnte es einfach runterladen. Ich spiele es jetzt momentan in meiner DOS-Box. Und ich hatte das Spiel schon eine Weile auf Englisch. Ich habe es auch auf meinem Amiga immer noch. Aber da ich schlecht mit einem Amiga jetzt live streamen und aufzeichnen kann, habe ich das Spiel eben auf DOSBox runtergeladen. Und ja, wie ihr seht, es gibt verschiedenste Schwierigkeitsgrade. Der Hauptunterschied ist ehrlich gesagt, mit wie viel Geld man anfängt. Also normalerweise, ich habe früher immer angefangen auf sehr leicht, dann beginnt man mit einem Startkapital von einer Viertelmillion Dollar. Und zwar im Jahr 1910. Also könnt ihr vorstellen, eine Viertelmillion Dollar ist im Jahr 1910 extrem viel wert. Wenn man auf Mittel anfängt, hat man ein Startkapital von 60.000. Und am schwierigsten wäre, wenn man mit einem Kredit anfängt. Und ich fange auf Mittel an, weil, ja, man muss es sich ja nicht zu einfach machen. Vor allem habe ich gestern gespielt und ich soll es auf Mittel eine Weile überleben. Das Schöne ist, es ist ein altes Spiel, das heißt, man könnte vier Leute gleichzeitig an einem Computer spielen, wenn man das möchte. Ich habe keine Freunde, das heißt, ich spiele alleine. Und ich kann mein Startgebiet wählen. Und ihr seht hier an den verschiedenen Farben, es gibt verschiedenste Startgebiete. Es gibt Schiffe. Es gibt Nordosten der USA, Nordwesten der USA, Nordeuropa, Südeuropa, Osteuropa, wo Russland dazu gehört. Es gibt China, es gibt Japan und jede Region ist unterschiedlich. Halt die Klappe, du blödes Schiff. Jede Region ist unterschiedlich schwer. Es gibt Startgebiete, in denen kann man am Anfang einfacher verkaufen als in anderen, einfach weil sie reicher sind. Und der Nordosten der USA gehört so ziemlich zu den reichsten Gebieten in diesem Spiel, die man sich vorstellen kann. Deswegen fange ich auch hier an. Und ich baue Schneiderwagen. Und mein erstes Auto wird. Wie soll ich mein erstes Auto nennen? Ich weiß, der erste Wagen, den sie dir hinstellen, das ist, da hast du keine Wahl, dir wird automatisch eine blaue Limousine gebastelt. Und Limousine fängt an mit L, also nenne ich mein erstes Auto den Leviathan. Und hier haben wir eine Übersicht über meine Fabrik. Das Gute ist, ich muss hier nicht wirklich darauf achten, dass mir die Zeit ablaufen könnte. Ihr seht, wir haben im Jahr 1908 begonnen. Und ich gehe jetzt einfach die ganze Fabrik mal durch. Wir haben unser Archivmenü. Hier könnten wir Autos direkt ins Archiv laden oder aus dem Archiv rausholen. Also darauf komme ich nachher. Es gibt hier das Marketing, Verkauf von Fabriken, Automodell entwerfen, Forschung neue Teile. Also wir können hier unsere eigenen Autos basteln und anhand dessen, was wir gebastelt haben, dann eben Geld verdienen. Und ich fange jetzt einfach an am Anfang in der Verwaltung. Das hier ist mein Büro. Und hier habe ich verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann natürlich speichern, laden, neu starten. Ich speichere jetzt mal das Spiel. Und zwar hier. Let's Play Start. So. Let's Play Start. Also ich habe das Spiel jetzt gestartet, weil falls ich verrecke, fange ich nochmal von vorne an und erzähle niemandem, dass ich hier neu gestartet habe.
Es gibt Berichte ab dem nächsten Monat. Ich könnte die Bank anrufen. Bank anrufen heißt, ich kann Kredite aufnehmen, ich kann aber auch Geld auf mein Sparkonto packen. Und wie ihr seht, es ist ein sehr realistisches Spiel. Wenn ich einen Kredit aufnehme, kostet das 11% Zinsen. Wenn die Bank von mir Geld kriegt, kriege ich 1% Zinsen. Klingt fair. Und natürlich gibt es das Personalbüro. Und im Personalbüro ist recht wichtig, man hat wirklich eine Übersicht. Man kann Personen einstellen, man kann die Löhne definieren, man kann Techniker einstellen. Also es gibt Montagearbeiter und es gibt die Techniker. Und ihr seht, im Moment zahle ich Monatslöhne von 4.500 Dollar. Und was ich jetzt mache, ist nochmal 21 Personen einstellen, 21 Techniker einstellen und nochmal 32 Montagearbeiter einstellen. Jetzt habe ich 60 Arbeiter und 42 Techniker. Und was sehr wichtig ist in diesem Spiel, wie gesagt, wir stellen Autos her. Und wenn man Autos herstellen will, muss man natürlich der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein. Im Moment haben unsere Autos lediglich Handbremse, ein Vierzylindermotor, keinerlei Sicherheitsdetails, absolut keinen Luxus und auch keine Federung. Und jetzt werde ich hier... Ich habe verschiedenste Gebiete, bei denen ich Forscher zuweisen kann. Und ich habe es mir immer angewöhnt, dass ich das Ganze... Es sind insgesamt 7 Kategorien. Und ich habe mir immer angewöhnt, dass ich gleichmäßig meine Techniker verteile. Weil dann entwickelt man alles etwa gleich schnell. So, während jetzt forschen unsere Forscher, aber das bringt ja nicht viel, wenn wir nichts haben, das wir verkaufen können. Deswegen müssen wir jetzt hier zu unseren Fabriken. Und ihr seht ja, ich habe hier 28 Montagearbeiter, die am Leviathan arbeiten. Das gefällt mir nicht. Ich nehme 8 Stück davon weg. Aktiviere mein zweites Montageband und setze hier auch 20 Montagearbeiter ein. Und ich mache noch ein drittes Montageband. Jetzt habe ich 3 Montagebänder, an denen allen der Leviathan hergestellt wird. Ja, Safety first. Wer braucht Sicherheitsmaßnahmen? Und was ich auch einstellen kann, ist, ich kann sagen, den Leviathan, den verkaufe ich hier für 788 Dollar. Das ist der Preis, den das Spiel von sich aus definiert. Wir werden nachher herausfinden, ob das ein guter Preis ist oder nicht. Ich muss allerdings auch Werbung machen, weil wenn ich keine Werbung schalte, dann kauft niemand meine Waren ab. Und im Moment gebe ich 275 Dollar im Monat aus für Werbung. Und zwar nur in Zeitungen. Nichts für Frauen, nichts für Automagazine, auch nicht im Wirtschaftsmagazin oder Modemagazin. Und vor allem eigentlich mache ich Werbung mit Plakaten. Kann man im Moment auch so lassen. Und hier haben wir unseren Leviathan. Ihr seht, dass in der Herstellungskosten ist der Leviathan 216 Dollar. Wenn ich also wirklich pro Leviathan, pro verkauften Leviathan 750 Dollar einnehme, mache ich rund 500 Dollar Gewinn pro Auto. Und es ist ein schönes Auto. Und ich denke, während hier unten Ware geliefert wird, beenden wir doch einfach bald den ersten Monat und gucken, ob wir damit Geld verdienen. Und das Schöne finde ich, immer wenn du den Monat beendest, wird dir hier gezeigt, wo du Änderungen gemacht hast. Also ob du irgendetwas geändert hast, ob du neue Verkaufsbüros geöffnet hast, ob du etwas am Modell oder am Preis geändert hast, ob du neue Fabriken geöffnet hast, ob du Fabriken geschlossen hast. All das wird dir hier drin angezeigt. Also du hast wirklich sehr viele Informationen und der erste Monat ist vorbei.
Und meine Forscher wollen streiken. Die Löhne sind ihnen nicht hoch genug. Oh. Scheiße, das ist kein guter Anfang. Übersichtsmusik ist okay von der Lautstärke, aber die anderen sind etwas zu laut, finde ich. Gut. Ich muss nur noch ganz kurz den Sound runterdrehen. Ehrlich gesagt, das ist mir auch ein bisschen laut. So. Jetzt habe ich den Sound wieder runtergedreht. Und Forschungsrevolte ist ein echt beschissener Anfang. Und es hilft auch nicht, dass ich gerade 3000 Dollar Verlust gemacht habe. Schauen wir uns also dementsprechend unsere Forscher an. Genau, zwei Forscher haben bereits gekündigt. Das ist nicht gut. Das heißt, ich muss die Löhne für die Forscher erhöhen. Und wenn schon, dann direkt auf einen angenehmen Wert, auf 75 Dollar. Und jetzt will ich gucken, im Gebiet Nordamerika, wie ist es gelaufen? Ich habe 24 Autos hergestellt, aber nur 17 verkauft. Das ist nicht schön. Ah ne, ich habe doch 17 verkauft, 24 hergestellt. Das heißt, 7 Autos sind im Lager geblieben. Wenn ich die Medienkritik anschaue, das Londoner Tageblatt sagt zum Leviathan, er ist sparsam im Verbrauch, gefährlich zu fahren und hat einen vernünftigen Preis. Das ist schön. Sieger KG ist einer meiner Konkurrenten. Ich habe insgesamt drei Konkurrenten in diesem Spiel. Gute Autos. Ja. Ihr seht, wenn ihr euch die Sicherheit anguckt, gefährlich zu fahren, gefährlich zu fahren, gefährlich zu fahren. Sie brauchen eine Kfz- und Lebensversicherung. Diese Aussage, die kommt ehrlich gesagt nicht von ungefähr, weil, wie gesagt, wir haben keine Federung. Wir befinden uns im Jahr 1908. Sowas wie Federung gibt es nicht bei diesen Autos. Und die Straßenlage ist dementsprechend richtig, richtig, richtig beschissen. Und ihr habt jetzt gesehen, ich verkaufe nicht alle Wagen, die ich herstelle. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das verbessern? Wie kann ich mehr Autos verkaufen? Und der einfachste Weg, ehrlich gesagt, ist, indem ich einfach mehr Werbung mache. Weil, das wissen wir von Apple, das Produkt muss nicht gut sein, es muss einfach nur gut beworben werden. Also erhöhe ich jetzt die Werbung von 275 Dollar auf 400 Dollar. Und ich beende jetzt auch schon den ersten Monat, also den zweiten Monat. Und ich habe noch weniger verkauft. Das ist blöd. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe eines mehr verkauft. Die Werbung hat sich insofern gelohnt, da ich mehr verkauft habe. Aber weil ich natürlich auch die Löhne von den Technikern erhöht habe, bringt mir das nicht viel. Aber ich weiß ehrlich gesagt jetzt im Moment nicht, warum die Leute den Wagen nicht komplett kaufen. Also frage ich mal meine Berater. Ich stelle jetzt unabhängige Berater ein für 8000 Dollar und will einen Bericht. Preise sind angemessen, jedermann kennt ihre Firma. Also im Grunde genommen gibt es nichts auszusetzen. An meinem Auto, also daran kann es nicht liegen. Woran es liegen könnte, ist, dass einfach gar nicht mehr Leute meine Autos kaufen können. Also eröffne ich ein zweites Büro und gucke jetzt mal, ob das dafür sorgt, dass ich mehr Autos verkaufe. Diese verdammte Sieger-KG. Stimmt. Stimmt. Danke, 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 Jin. Natürlich, ich habe weniger Autos verkauft diesen Monat. Mehr Werbung gemacht, aber weniger Autos verkauft. Das ist ein bisschen blöd. Und währenddessen hat Sieger-KG einen internen Gewinnrekord verzeichnet. Aber das zweite Verkaufsbüro hat sich bei mir gelohnt. Ich habe jetzt fast keinen Verlust mehr gemacht. Und wenn ich mir die Verkäufe angucke, verkaufe ich jetzt fast so viele Wagen, wie ich herstelle. Also ich mache immer noch Verlust, aber ich mache relativ wenig Verlust. Und das ist gut.
wenn ich hier gucke, ihr seht, die Forscher, die machen ihren Teil. Ich will aber ehrlich gesagt noch mal ein paar Forscher einstellen. Und zwar 9, 16 Stück. Also alle, die jetzt da waren. Weil ich möchte so schnell wie möglich mehr forschen können. Weil das ist das, was in diesem Spiel wirklich relevant ist: Vorsprung durch Technik. Wenn man seiner Konkurrenz extrem voraus ist, kann man Preise verlangen für die Wagen, die ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt keine Sau bezahlen könnte. Aber wir versuchen jetzt mal. Und wir haben wieder mehr Verlust gefahren. Also es ist immer so ein Hoch und Runter mit diesen Preisen. Aber wir sind jetzt eigentlich recht gut da mit den Wagen, die wir verkaufen. Wir stellen 24 her, wir verkaufen 22. Trotzdem machen wir Verluste. Jetzt, wie können wir diese Verluste korrigieren? Und wir fangen damit an, dass wir ein neues Auto herstellen. Wir starten ein neues Fahrzeug. Und jetzt können wir auswählen, ist es ein Sportwagen, eine Limousine, ein Luxuswagen, ein Lieferwagen oder ein Kleintransporter. Und ich fange jetzt an mit dem Sportwagen, weil Sportwagen sind schön klein und günstig. Und weil ich ja gesagt habe, es soll ein kleiner Sportwagen sein. Aber mit einem kleinen Regendach. Fangen wir mal an, ihn zu bauen. Das finde ich richtig schön. Man kann hier wirklich sein eigenes Auto zusammenbauen. Und dieser Wagen finde ich jetzt eigentlich recht schön, aber was mich ein bisschen stört, ist, dass der Rumpf keine Scheibe hat. So gefällt er mir. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Farbe wir wollen. Hier finde ich eine der schönsten Farben, die ich jetzt haben will. Schwarz oder genau genommen Samtfarben. Und so wird unser Wagen jetzt aussehen. Aber was ein bisschen problematisch ist, im Moment kann er nicht fahren, weil er kann nicht fahren. Und deswegen müssen wir uns die Ersatzteile angucken. Und hier haben wir eine Übersicht aller Motoren. Im Moment haben wir nur einen einzigen. Aller Bremsen. Federung, wie gesagt, gibt es keine. Kühlung, auch nicht. Luxus, kannst du knicken. Sicherheit, wer braucht das schon? Aber jetzt haben wir unseren Wagen eigentlich schon zusammengebaut. Das ist mein erstes selbstgebautes Auto. Das werde ich jetzt bauen. Und jetzt ist die Frage, wie nennen wir den Wagen? Und mein erster selbst gekaufter Wagen damals hatte den Spitznamen Shadow. War auch schwarzer Sportwagen und deswegen heißt dieser Wagen Shadow und er wird gebaut und jetzt muss ich natürlich testen, wie sich der Wagen verhält, wie die Beschleunigung ist von 0 auf 60 Meilen pro Stunde und das Problem ist, der Wagen fährt keine 60 Meilen pro Stunde, er erreicht nur 22,5. Für einen Sportwagen super. Und ihr habt gerade gesehen, wie er ausgebrochen ist. Deswegen ist dieser Wagen wirklich gefährlich. Er hält überhaupt nichts aus. Aber für den aktuellen Stand der Technik ist es ein super Fahrzeug mit einem Allgemeinrating von 95,39%. Also das Auto ist richtig, richtig gut. Und wenn wir jetzt vergleichen, auch die Wertung, die der Leviathan hat, mit 90,3 und die Wertung, die der Shadow hat, also der Shadow ist unterm Strich das bessere Auto. Dürfte sich also auch besser verkaufen. Dafür müssen wir jetzt allerdings erstmal den Shadow produzieren. Und dafür stelle ich jetzt nochmal 60 Handwerker ein.
und weise Band 4, 5 und 6 die zweite Produktionslinie zu. Auch wieder mit 20 Montagearbeitern pro Band. Hallo Kaoru. Ja, du kannst die Wagen updaten, allerdings erst, wenn deine Forscher auch etwas entwickelt haben, womit sich updaten lässt. Und jetzt ist die Frage, wie gesagt, der Shadow ist eigentlich ein bisschen das bessere Auto als der Leviathan. Und jetzt dementsprechend werde ich ihn auch ein wenig teurer verkaufen, und zwar für $825. Und ihr seht hier den Punkt Verschiffungslinie. Ihr könnt im Verlauf des Spiels überall auf dem Planeten Autos herstellen lassen. Und dann könnt ihr pro Verkaufsstandort aus drei Regionen die Autos beziehen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel in Russland, Japan und Australien Autos herstellen lassen und die dann hier in Nordamerika verkaufen. Und dann könnte ich sagen, Nordamerika bezieht seine Autos aus Russland, Japan und China. Oder Australien oder whatever. Und hier haben wir eine komplette Übersicht. Ich sehe also hier in Nordamerika habe ich eine Fabrik mit einem Fabriklevel, keine freien Mitarbeiter, 6 Produktionsbänder und ich stelle den Leviathan und den Shadow her. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das verkauft diesen Monat. Und ich bin in den Nachrichten, weil ich den ersten Sportwagen entwickelt habe. Und habe wieder Verlust gemacht. Aber geringen Verlust. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie haben sich diese beiden Wagen verkauft. Ja, der Shadow hat sich nicht unbedingt gut verkauft. Ja, ich hab... ich habe das vorhin schon gesagt, dieses Spiel hat eine extrem große Tiefe, was Details anbelangt. Du kannst so viel Scheiß einstellen. Und eben, wir sehen jetzt, Shadow hat sich nicht unbedingt gut verkauft. Er hat nur halb so viel verkauft, wie hergestellt werden. Und das heißt, ich werde vermutlich mit dem Preis etwas runtergehen müssen. Auf $725. Dann schauen wir mal, ob er sich jetzt besser verkauft. Weil, da werdet ihr jetzt lachen, teilweise muss man nicht mit dem Preis runter, damit es sich besser verkauft, sondern nach oben. Es ist wie im echten Leben. Hallo, Lune. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Okay, und ich habe immer noch etwa denselben Verlust gemacht. Auch etwa gleich viel Autos verkauft. Also der Shadow ist entweder nicht günstig genug oder zu günstig. Ich gehe nochmal mit dem Preis runter. Vielleicht gibt es auch einfach nicht so viele Leute, die Sportwagen wollen. Moin, Ruffy. Und noch mehr Verlust. Ihr seht, ich bin ein spitzenmäßiger Geschäftsmann, auch weil ich nicht mehr Autos verkaufe. Niemand will Shadow. Okay. Wenn sowieso immer nur gleich viele Leute das Auto kaufen, dann machen wir es jetzt teurer. Und zwar $950. Dann sehen wir jetzt nämlich, ob ich zu teuer werde oder nicht. Und wir haben einen Gewinn eingefahren. Mein erster Gewinn, seitdem ich dieses Spiel gestartet habe. Und... das klingt jetzt relativ krass, neun Monate lang Verlust fahren, aber hier ein kleines Sahnestück, das ich sehr oft schon gehört habe. Wenn man sein eigenes Geschäft aufmacht, dann fährt man das erste Jahr lang eigentlich nur Verluste ein. Also das heißt, normalerweise braucht man mindestens ein Jahr, um in die grünen Zahlen zu kommen. Und mit meinem ersten Gewinn beende ich dieses Video auf YouTube. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich hier weiterspiele und hoffentlich auch Gewinne mache.